Willkommen zurück zu einem weiteren Video der Serie Lernen ohne Leiden. Und zwar ein weiterer Beitrag zum Thema Auswahlkriterien für Seminaranbieter. Also folgende Situation: Sie wollen zu einem IHK-Abschluss. Betriebswirt IHK, technischer Betriebswirt, Personalfachkauffrau IHK, was immer. Und Sie fragen sich jetzt, wer begleitet Sie auf diesem Weg? Und wenn Sie zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Sie hier gerne ein Seminar buchen möchten, dann ist es wichtig, dass Sie sich für den richtigen, für einen guten Seminaranbieter, also dass Sie Seminarteilnehmer bei einem guten Seminaranbieter werden, sonst haben Sie nämlich Lernen mit Leiden und nicht Lernen ohne Leiden. Es gibt bereits 4 Folgen, deswegen will ich das nochmal kurz zusammenfassen hier, was ich bisher gesagt habe, um Ihnen ein letztes Kriterium noch zu geben. Auswahlkriterien für Seminaranbieter. Und in einem Teil dieser Serie habe ich deutlich gemacht, dass mit Abstand das wichtigste Kriterium ist der Dozent bzw. die Dozentin. Jetzt arbeiten die allermeisten Seminaranbieter nicht mit einem Dozent oder einer Dozentin, weil es ja oft auch 6, 7 Fächer sind für einen solchen IHK-Abschluss, sondern die arbeiten mit mehreren Dozenten. Dann sollten Sie sich entscheiden für jemanden, der mit wenigen, also wenige, gute Dozenten bzw. Dozentinnen. Ich darf mal Dozenten schreiben hier, aber Dozentinnen sind natürlich genauso gemeint. Wenige gute Dozenten, das ist die Formel. Wenige gute Dozenten. Wenn Sie dort beim Betriebswirt IHK haben Sie 7 verschiedene Fächer, wenn Sie da 7 verschiedene Dozenten haben, wäre ich vorsichtig. Ja, und ein Prüfungsfach fällt völlig durch den Rost, das ist die Projektarbeit. Da haben die Leute dann meistens überhaupt keine Betreuung und schreiben mir dann verzweifelte E-Mails, weil sie dann auf mich gestoßen sind durch meine YouTube-Videos. Ja, also wenige gute Dozenten, vielleicht auch wenigstens einer oder eine darunter, die Erfahrung hat mit der IHK, mit den Prüfungen, die Ihnen genau sagen kann, worauf es bei einer Projektarbeit ankommt und so weiter. Das weitere Kriterium waren die Unterlagen. Irgendwann sind Ihre Dozenten weg und dann haben Sie nur noch die Unterlagen. Und wie sind diese Unterlagen? Die meisten Unterlagen sind zusammengewürfelt. Die meisten Unterlagen sind viel zu umfangreich. Ja, sind also diese Unterlagen zusammengewürfelt, sind sie zu umfangreich. Oft bestehen diese Unterlagen aus kopierten Tageslichtfolien, Tageslichtschreiberfolien, Overheadfolien und aus Büchern rauskopierten Seiten. Wenn das Ihre Unterlagen sind, dann gute Nacht. Ja, also das ist das zweite Kriterium. Insgesamt haben Sie hier schon Dozent, nach meiner Einschätzung 80%. Unterlagen weitere 15%, dann sind Sie schon bei 95%. Ein Dozent macht 80% der Qualität eines Seminaranbieters aus. Der Dozent ist praktisch das Produkt. Ja, und ob das Produkt von Ihnen nachher als gut und hilfreich auf Ihrem Weg bewertet wird, ist eine Frage des Dozenten oder der Dozentin. So, dann gibt es ausgesprochene Killerkriterien, wo Sie also möglichst nicht hingehen sollten. Das sind Seminaranbieter, die machen dieses fächerweise Zusammenlegen. Ich habe das in anderen Videos ausführlich beschrieben. Ja, schauen Sie es da bitte nach. Auswahlkriterien für Seminarteilnehmer, das ist hier jetzt schon Teil 5. Es gibt Teil 4, Teil 3, Teil 2, Teil 1. Ja, schauen Sie es da nochmal genau nach. Gemeint ist hier, ich sage es nur mal ganz kurz, dass Sie zwar einen Betriebswirt IHK machen wollen, aber Sie sitzen dann gar nicht in einem Seminar Betriebswirt IHK, sondern sitzen in einem Seminar, das heißt von mir aus Steuern.
oder Rechnungswesen oder was immer. Und sie sitzen zusammen mit anderen Leuten, die ganz andere Ziele haben. Sie sitzen neben ihnen, sitzen technischer Betriebswirt, links neben ihnen und rechts neben ihnen sitzen technischer Fachwirt, weil die zufällig irgendwann mal das gleiche Fach haben. Das nenne ich fächerweises Zusammenlegen und da wäre ich vorsichtig, wenn ein Seminaranbieter so arbeitet. Dann die Kündigungsbedingungen. Was ist, wenn Sie auf dem Weg feststellen, dass Sie aus diesem Zug, metaphorisch gesprochen, aussteigen wollen oder aussteigen müssen, weil Sie das Gefühl haben, Sie kommen dort nicht zum Ziel? Wie sind die Kündigungsbedingungen? Auch hier, das haben wir ausführlich untersucht in anderen Teilen. Das geht von 2 Wochen zum Monatsende, bis dass Sie überhaupt nicht mehr rauskommen aus dem Vertrag. Ja, da gibt es also eine ganz, ganz breite Palette von Bedingungen, von, sagen wir, sehr gut für den Teilnehmer bis sehr, sehr schlecht für den Teilnehmer, in dem Sinne, dass er nach bestimmter Zeit gar nicht mehr rauskommt aus dem Vertrag. Ja, also ordentlich den Vertrag gar nicht mehr kündigen kann. Das heißt, bis zum Ende bezahlen muss, obwohl er festgestellt hat, dass es das Beste wäre, wenn er jetzt an der nächsten Station aussteigt. Nein, er muss bis Endstation mitfahren und muss auch bis Endstation bezahlen. Beziehungsweise er kann vom Zug runterspringen, muss aber trotzdem bezahlen. Achten Sie darauf. Ja, und achten Sie auch darauf, wie transparent diese Bedingungen sind. Sehen Sie das schon bei Vertragsabschluss? Sehen Sie es deutlich oder wird es erst nachher irgendwo versteckt im Bestellsystem gezeigt, wo Sie es gar nicht mehr richtig lesen? So, und jetzt kommt noch ein weiteres, letztes Kriterium hinzu. Das ist die Aufpreispolitik bei Durchfallern. Auch hier achten Sie darauf. Da gibt es auch eine Bandbreite. Da gibt es auch wieder sehr gut für den Teilnehmer. Ich rede immer aus Sicht des Teilnehmers hier. Sehr gut bedeutet, man kann nochmal kostenlos wiederholen. Und am anderen Ende gibt es sehr, sehr schlecht. Das heißt, man muss jetzt nochmal teilweise richtig heftig bezahlen, wenn man noch mal gewisse Veranstaltungen besuchen muss. Ja. Und auch das sollte ein Kriterium sein. Okay. Gut. Damit haben wir, denke ich, die wesentlichen Kriterien. Erstes, wichtigste der Dozent. Zweitens, die Unterlagen. Drittens, das Killerkriterium, fächerweises Zusammenlegen. Da sollten Sie möglichst die Finger von lassen. Viertens, die Kündigungsbedingungen. Auch da können Sie mal drüber meditieren, warum ein Seminaranbieter so dermaßen schlechte Kündigungsbedingungen in seine Verträge schreibt, wo Sie nach gewissen Zeiten gar nicht mehr rauskommen. Können Sie mal überlegen, was der Grund dafür sein könnte. Und fünftens, die Aufpreispolitik. Wenn jemand durchfällt, da gibt es Seminaranbieter, die sind sehr großzügig und sagen, du wirst noch mal kostenlos beschult, du kannst dich noch mal reinsetzen, kein Problem. Und andere nehmen noch mal richtig heftig, greifen noch mal richtig heftig zu hier. Okay. Und wenn Sie vorher vielleicht schon das Ganze vermeiden wollen, ich nenne das Lernen ohne Leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.